Jo Leute, was geht? Willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Lars. Und ich bin der Adi und heute geht's um den Air Jordan 5 Fire Red. So, kommen wir direkt mal zum Schuh. Ich pack den mal aus. Boah, da gibt's immer das Geile. Ich geb dir direkt mal den rechten. Dann nehme ich den linken. Und wir können ja direkt erstmal über den Karton reden. Was hältst du von dem Karton? Der ist geil, auf jeden Fall mit dem Nike Air drauf. Jumpman-Logo ist klar. So, ein bisschen noch die Nike-Swooshes drauf. Jumpman-Logo. In verschiedenen Sprachen, auch Spanisch für unsere spanischen Tücher. So ist es. Ja, was halt geil ist, ist dieses Nike Air. Ne? Also viele, ich glaube, viele merken das gar nicht, aber da ist halt meistens Jumpman Air drauf. So ein kleines Zeichen, was kaum auffällt. Genau, aber macht halt viel aus. Also mir ist das wichtig, dass der Karton halt so ein bisschen wiedergibt, was da drin ist. Ne? Und wie ihr wisst, ist der Fire Red halt auch mit dem Nike Air drauf. Und da ist das so ein kleines Detail, was halt cool ist. Ich pack den mal weg. Ja, und direkt zum mal weg. Was ich halt extrem geil finde, ist, die haben hier das vom Vierer übernommen an der Seite. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Weißt du das? Das ist so ein, wie so ein Korb, ja, so Mesh ist das genau. Ja, soll so ein bisschen vom Netz widerspiegeln, ne? Vom Basketballnetz. Die Farbgebung ist natürlich Fire Red, Weiß und Schwarz. Klassiker Schuh, also der ist, der ist relativ clean. Mit dem Nike Air hinten, kannst du ja auch mal kurz zeigen. Das wäre ganz schlimm, ob dein Nike Air wäre und bei mir der Jumpman, das wäre ein bisschen komisch. Dann hättest du das Paar von 2013. Also das ist das Paar von 2020. Ist. Wann ist der rausgekommen, weißt du das? Vor einem Monat, zwei Monaten? Und zwei Monate Release können wir ja einblenden. Ja. Halt geil mit der Air Unit hier an der Seite. Was halt richtig nice ist. Dann die Silver Tongue. Lace Lock ist klar, klassisch einfach. Ne? Das wurde beim Jordan 5 das erste Mal eingeführt. Wurde dann halt auch weitergeführt im 6er. Mit so einem kleinen. Und ja, wie du jetzt vielleicht auch weißt, wofür stehen die Flammen hier an? Ja, die Flammen sind darauf zurückzuführen, dass im Zweiten Weltkrieg die Flieger auch dieses Tarnmuster vorne an den Flugzeugen hatten. Genau. Die Bomber waren das, glaube ich, so. Ja, genau. Von den US-Fliegern. Da hat Tinker Hatfield sich gedacht, wäre doch geil, wenn Mike damit dann mal auf dem Court auch so angreift, die Fliegerbomben. Die Leute vernascht. Genau, so ist das. Ja, was auch an dem richtig geil ist an dem Schuh, die Sohle. Das ist der erste Schuh. Mit einer clean Sohle, ne? Mit der Clear Sole, der Jumpman, ganz klassisch. Durchsichtig, schön zu sehen. Wenn Mike hochgeht und den Leuten hinten in der Kamera zeigt, von wo der Schuh ist, von Nike. Also, stylisch, einfach nur geil. Du hattest den schon mal an, ne? Ich hatte den schon mal an. Wie ist der so zum Tragen? Ist der bequem oder eher Der ist so? Bequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich so ein bisschen stört, sind hier an den Seiten diese... diese Pedals hier, so ein bisschen dieser so die Schutz für die Ankles, genau, für die Ankles. Da finde ich persönlich den Off-White 5er angenehmer zum Tragen. Aber ich glaube, so für Basketball wäre das auf jeden Fall eine bessere Alternative. Der Shoe-to-go von den 5er. Genau, der Shoe-to-go von den 5er. Nee, aber an sich ist der super. Der ist halt nur so ein bisschen bulky, ne? So ein bisschen dicker. Zu klobig, ne? Genau, den kannst du halt nicht so zu Slim Jeans anziehen oder zu Slim Schuhen. Aber an sich, geiler Schuh auf jeden Fall. In der Zunge dann das Air Jordan Logo, was falsch herum ist. Hat das jeder 5er, weißt du das? Jeder 5er hat das Air Jordan Logo hier noch. Ja. Sollte eigentlich sein. Was halt geil ist, weil wenn du die Zunge dann umklappst, steht hier Air Jordan. Air Jordan. Und das ist dann halt ein richtig geiles. Die kleinen Details, die kleinen Details. Halt extrem richtig. Beliebt auch machen, auch richtig, bei den ganzen Leuten.
Ja. Und, ja. Der Schuh hatte damals den Hype vom allererste Mal nicht nur wegen Jordan, sondern auch wegen Fresh Prince. Da kam der Grape raus, den können wir auch mal einblenden. Mit den lila Farbgebungen, das ist ein richtig klassischer Schuh, der ging damals richtig durch die Decke, weil Will Smith den getragen hat. Mhm. Aber der Schuh ist auch relativ besonders, weil Jordan, du weißt, sein Career High, 69 ja. Punkte. Schöner Schuh, ist ein kann man sich mal anschaffen, wenn man interessiert ist. Wenn man, Jordans. Wenn man Bock auf Basketball oder generell, ich hätte auch nichts dagegen, den auf Concord anzuziehen. Mit ein bisschen Ankle-Support noch hier an den Seiten. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jordans sind leider nicht mehr so, so beständig für Basketball. Ne? Und ja, mit denen kannst du nicht mehr wirklich spielen. Also ich sehe das anders. Also ich hab auch eine Zeit lang gespielt mit Elvern. Ich hatte da keine Probleme mit, bin ich ganz ehrlich. Dafür werden die Schuhe ja designt und gemacht. Genau, ne? Also ich glaube nicht, dass da... Das ist jetzt kein, dass du da nicht mit spielen kannst. Klar ist kein Langläufer sehen, der irgendwelche Jordans trägt, ja, und dann einen Marathon damit rennt. Ich meine, PJ Tucker trägt die auch im Game. Der trägt auch Off-Whites. Eben. Also Chicago. Eben. Und wenn du die tragen kannst, dann kannst du auch die tragen. Also, ich kann den Schuh nur empfehlen. Jo Leute, das war's auch schon mit dem ersten Review zum Air Jordan 5 Fire Red. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Ne? Genau, und die Instagram-Seiten, die stehen natürlich in der Videobeschreibung. Lasst gerne auch da ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, genau, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ryan. Den Air Jordan 5 Fire Red.